Interesse. Die Rüstung hat sich verbessert. Irgendwie hat sie sich jetzt geheilt, das gefällt mir gar nicht. So. Aber hätte ich nicht gesehen, dass der eine Schuss, den wir gemacht haben, so viel Schaden gemacht hat, also dass sie... Hätte ich nicht vermutet, dass sie uns gar nicht mehr sieht, also wir im Schleichmodus sind, und sie nicht mit einem Schuss wieder töten können, dann hätte ich vielleicht ein paar Tränke genommen. Ich sollte generell mal wieder ein paar Gifte nehmen. So. Zurück zu der Jägerauge. Da liegt noch ein Teil. Okay, dann war's das hier. Gehen wir den anderen Weg runter. Den möchte ich jetzt besiegen. Er sieht uns auch sofort. Zehn Pfeile waren das. Mal sehen, ob wir alle 10 finden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr schön. Weiter geht's. Was haben wir hier drin? Mist, ich habe zu lange gewartet. Das leise Klirren von... Mist. Das leise Klirren von Dietrichen und fallenden Bolzen in Schlössern ist Musik in euren Ohren. Eure verbesserten Fertigkeiten machen euch zu einem Experten der Sicherheit. Wenn ihr Schlösser knackt, fällt nur ein Bolzen, wenn euch der Dietrich abbricht. Sehr schön. Und wir haben einen Stufenaufstieg. Wir sollten rasten. Sobald wir von den Totenbeschwörern hier irgendwo mal ein Bett finden, wird gerastet. Das gefällt mir irgendwie ganz und gar nicht. Oder waren wir da vielleicht sogar schon? Nein? Nein. Wir benutzen ein Gift.
bist beschworen, dann bist du echt. Das war der falsche. Au, au. Ausgerechnet ein Feuerschwert. Ich sollte auch mal wieder ein paar Seelen fangen. Gut, mit unserem Leben passt es wieder. Mist. Waffenspiel hat sich auch verbessert. Juhu. So, leider sind wir immer noch überlastet. Mal sehen, vielleicht haben wir ein paar Sachen doppelt. Claimer des Feuers würde ich gerne aufheben. Ebenholz Kriegsammer, den können wir eigentlich ablegen, den haben wir ja schon. Aber ich lege erstmal die doppelten Sachen ab. Hier, den da zum Beispiel, dann geht's eh wieder. Und schon geht's wieder nicht mehr. So, mal sehen, ob wir hier noch doppelte Sachen haben. Nein, hier haben wir Gewand des Totenbeschwörers, könnte weg. Okay, reicht noch nicht ganz. Okay, reicht auch noch nicht. Wir haben das schon, deswegen kann das weg, das kann auch weg. Gewand des Totenbeschwörers müssten wir auch haben, das bringt viel Geld, das wird nicht abgelegt, wiegt eh fast nichts. Ebenholz Kriegshammer, der kann weg. Nein, falscher Zauber. Das ist tatsächlich ein Bett. Moment mal. Hier geht's nicht weiter. Hatte der Totenbeschwörer einen Eigennamen? Nö, nur Totenbeschwörer. Skelett Champion. Braune Schüssel, Zinnbesteck. Ein Totenbeschwörer-Symbol. Kaiserstadtratgeber, Leitfaden für Lea Win, Argonischer Bericht 2, Leitfaden für Skinrad, das Buch der Daedra. Kennen wir alles schon. Haben wir auch teilweise schon alles gelesen. Schöne Truhe, was haben wir hier alles? Nehmen wir einfach mal mit. Dunkelspalte Zellenschlüssel. Schlafen wir eine Stunde. Ihr seid aufgestiegen zur Stufe 30. Wenn man den Erfolg seiner Anstrengungen und Mühen genießt, sieht es für andere immer so aus, als habe man nur Glück gehabt. Aber ihr wisst ja, dass ihr euch jedes Stückchen eures Erfolgs selbst verdient habt. Wir skillen einen Punkt Glück. Glück beeinflusst alles, was sie tun, hat aber keinen Einfluss auf ihre Fertigkeiten. 79 Punkte, juhu! Am meisten Punkte kriegen wir bei Schnelligkeit. 4 Punkte nämlich. Legt fest, wie schnell sie sich bewegen, zuständig für die Fertigkeiten Athletik, leichte Rüstung und Akrobatik. 72 Punkte. So, und am wenigsten haben wir bei Persönlichkeit. Da kriegen wir, wir würden überall jetzt noch 2 Punkte kriegen, aber da haben wir am wenigsten Punkte, deswegen nehme ich das. Beeinflusst, wie sehr die Leute sie mögen, was das Sammeln von Informationen erleichtert. Zuständig für die Fertigkeiten Wortgewandtheit, Handelsgeschick und Illusion. 65 Punkte. Beim nächsten Mal dann wieder Glück und das, wo wir am meisten haben, plus entweder Konzentration oder Persönlichkeit. Wenn wir bei einem von den beiden das meiste haben, würden wir sogar beides wählen. Super, das gefällt mir. Wir haben jetzt überall mindestens 65 Punkte. Ihr liegt auf dem Rücken und ein seliges Gefühl des Friedens erfüllt euren Verstand. Vampir 50%. Damit können wir dann wieder in die Leere hineinschauen machen. Ach, viel angenehmer, wenn man das nur noch alle 2,5 Minuten, glaube ich, machen muss. Aber ich glaube, wir sind hier sowieso fertig, oder? Ja, jetzt können wir da rein. In den Tunnel. Aber es ist auch schön, wieder mal eine neue Stufe zu erreichen. Das hatten wir schon länger nicht mehr.
hier eine kleine Einbuchtung ist, habe ich ja nicht gesehen. Aber schade, dass da auch nichts drin ist. Speichern! Tür geöffnet. Ein Zellenschlüssel. Ist da eine Zelle drin? Also ist das hier die Zelle? Hm. Den habe ich ja gar keine Lust. Okay, du kriegst so viel Schaden. Naja, ich habe jetzt Stille. Ihr habt doch einen. Oh, das habe ich nicht gesehen. Hier könnten eventuell Pfeile runtergefallen sein, aber sind sie irgendwie nicht. Finde ich schön. Okay, weiter. Eine Holztür. Da ist schon wieder so einer. Ich mag sie überhaupt nicht. Feuerpfeile? Jetzt reicht's, ich muss Tränke trinken. Okay, oh, das ist geil. Das nehmen wir gleich mal. Ausdauer und Feuerschild. Dann, was haben wir noch? Lebensenergie kommt später. Magiker festigen brauchen wir jetzt nicht. Festigen Geschicklichkeit? Ja, wieso nicht? Festigen Intelligenz? Nein, das brauchen wir nicht. Willenskraft wird uns helfen. Ausdauer verstärkt. Ich kann keine weiteren Tränke zu mir nehmen. Okay. Totenbeschwörer. Größere Wunden heilen! Zauberbuch! Do you want to add heal greater wounds to your spell list? Yes. Größere Wunden heilen! Schule der Wiederherstellung. Fertigkeit Geselle. Reichweite selbst. Wirkung. Lebensenergie wiederherstellen. 20 Punkte für 2 Sekunden an selbst. Geil. So, wir haben hier schwere Wunden heilen. Das macht 25 Punkte sofort. Leichte heilen 8 Punkte und jetzt haben wir noch größere Wunden heilen. Das sind 40 Punkte, aber allerdings über 2 Sekunden. So. Mal sehen, das wären 40 für 43. Hier hätten wir... das hier ist wenig, ist weniger als Faktor kleiner als 1. Hier ist der Faktor 3 durch 25 zu viel und hier ist der Faktor 3 durch 40 zu viel. Das heißt, das hier ist sogar... Mana intensiver als das hier, also besser als das. Gefällt mir. So, jetzt erstmal in die Leere hineinschauen. Das geht noch nicht. Nehmen wir ein paar Mana-Tränke. Wir haben davon eh so wenig. So viele. Hier. Ich kann keine Tränke zu mir nehmen. Na gut. Mist. Jetzt geht es.
Halt, das habe ich ja schon gemacht. Ich möchte erstmal Quaras Aura machen. So, dann. Bogen des Versengens. Ja, der tat weh. Was haben wir sonst noch alles? So, mal sehen, was machen wir denn jetzt noch? Den Bogen des Versengens können wir eventuell noch reparieren? Ja. Und jetzt haben wir aber definitiv zu viel. Ich mache jetzt nochmal Quaras Aura, denn ich möchte nichts irgendwo hinlegen, sondern wenn dann in einen Behälter legen. Oben ist bestimmt eine Truhe. Irgendwo. Oder auch nicht. Na egal. Da hinten ist eine Truhe. Okay, dann mal sehen. Was haben wir denn alles? Also braune Leinen können weg. Gesteppte Schuhe. Das haben wir zweimal. Ich glaube, das haben wir sogar auch schon. Also kann es weg. Raulederschuhe können weg, rote Samtbluse bin ich mir nicht sicher, Aegisgewand auch nicht und abgesteppte Lederschuhe auch nicht. Was haben wir noch? Ebenholz-Streitkolben haben wir jetzt zweimal, da kann natürlich einer weg. Glasstreitkolben haben wir zweimal. Silberbogen, Stahlbogen, eigentlich reicht das wieder. So, da runter oder hier weiter. Gehen wir mal hier weiter. Totenbeschwörer. Wer ist da? Genau, wer ist da? Niemand ist da. Ich möchte ein Gift benutzen. Mist. Verdammt, wieso? Das ist der falsche Zauber, dann nehme ich Tränke. Hat die irgendwie einen starken Zauber gesprochen oder was? Das ist der da. Was? Was zur Hölle? Ich bin eingekesselt. Hey. Selbst die vom Kaiservolk müssen sterben. Stirb. Zu den Waffen! Zu den Waffen! Bahn, bleib stehen! Na bitte, so mag ich das. Ich habe keine Dätra-Pfeile mehr. Was haben wir noch? Wir haben noch Ebenholzpfeile. Stirb! Okay, dann machen wir es anders. Gib mir deine Seele!
Mist. Kein Seelenstein ist groß genug. So. Sammeln wir mal ein.